Es ist jetzt 0 Uhr. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Dortmund. Und da muss ich mich beeilen, dass wenn Domian anfängt, ich dann auch fertig bin und hier drinnen sitze und nicht einen Anfang verpasse. Das ist ganz wichtig, weil ich brauche das. Wie die Luft zum Atmen. Das ist echt so. Also ich höre das jetzt so lange, wie ich Jahre nicht schätzen kann. Aber wo die eine Sendung kam, die natürlich jeder kennt, der Domian hört, wo dieser Mann aufgetreten ist, der mit diesem Hackfleisch sich da eingeschmiert hat. Seitdem weiß ich, dass ich die Sendung höre. Kann das natürlich nicht genau einordnen, 10, 15 Jahre. Wir machen das jetzt 20 Jahre. Und es gibt einen großen Zuschauerkreis, der diese Sendung relativ regelmäßig verfolgt. Und dann entsteht so etwas wie eine einseitige, na, gute Bekanntschaft, vielleicht sogar Freundschaft. Domian, hallo. Ja. Hallo, Tanja. Mhm. Wann war denn das? Das Thema kennst du? Aber er lebt noch. Aber dann ist er nicht schuld am Tod eines Menschen. Mhm. Du hast selber nur ein Bein. Mhm. Bei dir, ja. Aber wie hatte sie das denn? Ja? Bei dir oder bei deiner Mutter, Simone? Schlaftabletten, oder? Und sie war aber nicht sofort tot, hast du gerade schon meinem Kollegen erzählt, sondern... Die entscheiden dann nochmal, ob du zurückgerufen wirst für die Sendung oder nicht. Also du musstest dann eine Entscheidung fällen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ja, aber wer hat denn die Entscheidung getroffen? Johann, darf ich eine Frage stellen? Mhm. Was schätzt du, wie viele Leute sind schon gestorben, während sie mit dir telefoniert haben? Das wird was werden heute. Ja? Ich höre schon, ja. Es ist nicht so ganz toll, aber schon ganz gut. Ah, ja. Okay. Mhm. Der Hauptschub kommt immer während der Sendung. Okay. Ne? Weil das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. In dem Moment, wo wir auf dem Bildschirm sind, ist es... Warst du dabei? Mhm. Toll. Und hier ist der Klaus und Klaus ist 54. Guten Morgen, Klaus. Schönen guten Morgen, Domian. Klaus. Ich habe folgendes Problem. Ich habe heute dein Thema gesehen. Ich bin schuld am Tod eines Menschen. Mhm. Dazu wollte ich erstmal sagen, ich habe Menschen getötet aus Hartbier. Ich wusste, da ist Geld. Ich habe also Geldprobleme gehabt mit meiner Frau damals. War das eine fremde Person? Ja, nein, das war meine Nachbarin. Ja, ich hatte einen freien Tag gehabt. Meine Frau war zu Hause. Und sie sagte, sie geht zu ihren Eltern im Garten. Die Eltern hatten einen eigenen Garten gehabt. Und ich habe gesagt, ja gut, dann gehe ich runter, mache einen schönen Fußshoppen. Bei uns war eine schöne Kneipe. Und bin dann runter, ich wollte einen Fußshoppen machen. Ja, bin um 10 Uhr in der Kneipe. Um 15 Uhr bin ich aus der Kneipe raus. Bin hoch, habe meine Frau gesucht, sie war nicht da. Naja, denke ich, hier ist noch mal eine Kneipe. Und da habe ich mir richtig die Kante gegeben. Da habe ich voll die Kante gegeben und bin nach Hause. Und ich habe nur gedacht, ja, rufst mal die Frau an und fragst, wann sie nach Hause kommen will. Ne? Dann bin ich zur Nachbarin gegangen. Sie machte mir auch höflich auf und sagte, ja, in der Küche steht das Telefon. Dann habe ich dann angerufen und keinen erreicht. Und da sagte sie nur irgendwie, ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie Fassade gesagt hat, oder hören Sie mal, Sie haben da ein eigenes Handy oder ein eigenes Telefon. Damals hat es ja noch kein Handy gegeben. Sie haben da drüben selber ein Telefon. Da habe ich das Messer gesehen und 13 Mal drauf auf die Frau reingestochen. 13 Mal. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil für mich war das wie ein Traum, wie eine Trance. Alles von oben so. Und da warst du 18 Jahre. 18 Jahre, ja, richtig. Für wie viel Geld, was hast du da erbeutet? Das spielt keine Rolle, weil das ist eigentlich unsinnig, weil das waren 750 D-Mark damals. Auch damals waren es noch D-Mark.
Und wie gesagt, ich bin jetzt schon etwas älter. Du hast die ganze Haftstrafe hinter mir. Ja. Und habe während der Haftstrafe versucht, mir öfters das Leben zu nehmen, auch nach der Haftstrafe. Mhm. Ich bin also drogensüchtig geworden, Kokain, Heroin, alkoholsüchtig, wie auch immer. Und die Knastzeit, die habe ich eigentlich wie ein Trance, wie so ein Traum. Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, und es verfolgt mich immer noch, es verfolgt mich immer noch. Schlüsselgerappel, Türaufschluss morgens um 6 Uhr. Beamte, die nicht gerade immer höflich sind, obwohl man immer bemüht war, mit den Leuten klarzukommen. Dann habe ich so das Gefühl gehabt, als wenn ich eine Decke über mich ziehe und eine Zeit lang vergessen kann, wo ich bin. Ich denke schon, dass es so ist, dass Domian die, sag ich mal, wirklich versteckten Abgründe der Gesellschaft ans Tageslicht oder ans Nachtlicht in dem Moment bringt. Denn ich habe, und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, den Eindruck, dass viele Menschen eben, sage ich mal, das, was sie nach außen vorgeben, dass das eben sehr viel Schein ist. Und bei Domian, glaube ich, wird dann der Vorhang zurückgezogen. Weil nachts ist man einsam. Ne? Ich bin ja auch alleine, aber gewollt, weil ich sage mal, ich kann lieber in Ruhe Domian hören, als mich von meinen Mitarbeitern unterbrechen zu lassen. Die wollen vielleicht noch einen anderen Sender hören, aber da nehme ich mir die Zeit und sage, ey, steh eine Stunde eher auf. Ruhe, du kannst in Ruhe die Sendung hören und dann ist das mein Ding. Ne? So. Also ich denke mir, die Leute, ist ja so, wer einsam ist, der ruft an. Wenn die am tagsüber Leben um sich spüren, dann hat man nicht das Gefühl, dass man einsam ist und auch nicht das Gefühl hat, man muss jetzt sprechen. Und das kommt ja meistens abends Licht aus und dann, jo, oh, bin ganz alleine. Ne? So, ja. Im Grunde kann man sagen, dass der Tod das Thema meines Lebens ist. Nicht die Liebe, Erfolg, Schönheit oder Gerechtigkeit, sondern der Tod. Ich bin sicher, das so sagen zu können, über nichts so ausführlich, so kontrovers nachgedacht und auch mit mir gerungen, wie über das Thema Tod und Endlichkeit. Und über allem stand immer die Frage, was kann der Tod uns lehren? Und wie verändert sich ein Mensch im Angesicht des Todes? Ich habe in meiner Sendung mittlerweile mit über 20.000 Menschen gesprochen. Der Jüngste war 11 und die Älteste war 96 Jahre alt. 20.000 Interviews. Vom Lotto-Millionär bis zum Mörder. Vom Showstar bis zum Obdachlosen. Vom Priester bis zum Satanisten. Und mit sehr, sehr vielen, ich kann die Zahl gar nicht so genau benennen, eben auch über das Thema Tod und Sterben. Hubert war der Erste, der vom Sterbebett aus bei uns angerufen hat. Der war 35 Jahre alt, final Leukämie erkrankt. Und er hatte sich vom Krankenhaus zum Sterben nach Hause verlegen lassen und litt unter großer Einsamkeit, weil er kaum Leute hatte. Und unter großen Schmerzen litt er auch. Und zappte nachts durch die Kanäle und war irgendwie bei uns hängen geblieben. Und somit kam es zu dem Gespräch. Und ich habe so einige Dialogpassagen noch im Kopf. Ich erinnere mich, dass ich ihn gefragt habe, haderst du nicht mit dem Schicksal, dass du so jung sterben musst? Und dann hat er mir geantwortet, am Anfang schon, mittlerweile nicht mehr. Und wenn mich jemand anruft und zu mir sagt, bis morgen, dann kann ich das nicht erwidern. Für mich gibt es nur noch jetzt. Hier ist Johann. Johann ist 60. Guten Morgen, Johann. Guten Morgen, Dorian. Das Thema, das ich anrufe, ich bin seit 10 Jahren bei dem, man nennt es in Deutschland die telefonische Seelsorge. Mhm. Und da können Leute anrufen, die suizidal sind und die nicht allein sterben wollen. Mhm. Und die kannst du besuchen? Die habe ich dann am Gerät, die rufen anonym an. Ja. Eine sehr schwere Frage. Und da hatte ich vor 14,
Tagen ein junges Mädchen von 23 angeredet, die anrief, und sie war Mutter von zwei Kindern. Mhm. Und man konnte schon hören, dass sie auf dem Angleis lief durch die Steine. Ach du. Und ich habe dann schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit ihr gesprochen. Und dann kam erst ein Güterzug vorbei, das hört man so an die Bremsen. Und da sagte ich mir, nee, der läuft mir zu langsam. Und dann kam man etwas später, 5 Minuten später, kam ein Schnellzug. Und dann hörte ich das Hupen und von den Lokführern und das Quietschen der Bremse, das ging durch Bein und Merk. Und dann, ja, dann war auch die Verbindung mal weg. Und da kommt auch die Frage, inwieweit bin ich mitverantwortlich für die Tat, ja. Sicher, sie ist erwachsen, sie ist 23 Jahre alt, sie entscheidet am Ende selbst. Aber sie nimmt mir wohl mit und sie, ich will nicht sagen, sie belastet mich damit, aber sie macht mir ein Teil von ihr Leid. Und dann am meisten schalte ich ab und wir sagen dann, oh, loch ich mir aus. Ja, ja, ja. Ja. Dat lukte niet. Maar wat is de laatste keer in uw leven geweest dat u dus echt gelukkig was? Dat u echt zei, nou, wauw, dat maakt me blij. En wenn ik eine dat leven retten kan, of eine op andere gedanken brengen kan, in die ganze Zeit gemacht, dan heb ik gewin. Und man hat natürlich auch Erfolge gesprochen. Es sind nicht alle Leute. Und sie hat auch Leute, die man überzeugen kann, dass es noch Blumen gibt ins Leben. Johann, was ist deine Motivation, dass du diese tolle Arbeit, das ist ja nur eine ganz wichtige Arbeit, dass du diese Arbeit leistest? Einfach du. Ich? Ja. Ich habe deine Sendung gesehen. Und dann habe ich gesagt, Johann, das ist Zeit über. Und dass es die Möglichkeit gibt, es in Holland. Und das will ich machen. Und das ist eine befriedigende Arbeit. Nicht jede Anrufe geht tot natürlich. Man kann auch Leute da abhalten. Ja. Also ich fühle mich sehr geehrt, wenn du sagst, dass die Motivation hier unsere Sendung ist, dass du das begonnen hast. Das meine ich im Ernst. Ja. Wenn ich sage, wenn du in Urlaub machst, dann habe ich schlechte Tage, weil ich weiß, übertrieben gesagt. Die Nacht ist, zumindest für meine Arbeit und für meine Sendung, elementar wichtig, weil ich glaube, dass die Dunkelheit und die Nacht die Seelen öffnet. Die Menschen, das kennt man ja aus dem privaten Leben auch, man spricht anders miteinander, wenn es dunkel ist, als im Tageslicht. Klaus, nun ist das ja lange her schon, aber das ist ja egal, die Tat ist schwerwiegend und die bleibt für immer schwerwiegend. Kannst du hast mir hängen. Ja, das glaube ich. Du hast wahrscheinlich 100.000 Mal darüber nachgedacht. Ja, kannst ja. du erklären, was dich da letztendlich getrieben hat? Das kann ja nicht nur die Geldgier gewesen sein. Nein, ich bin jetzt so langsam zum Schluss gekommen, dass ich mich selbst bestrafen wollte, vernichten wollte. Also früher war das so gang und gäbe, dass der Vater die Lehrstellen besorgt hat. Ich komme aus einer großen Familie. Wir sind mit mehreren Geschwistern gewesen. Der eine hat Koch gelernt, der andere hat Bäcker und Konditor. Und ich sollte Metzger machen. Und mein erstes Schwein habe ich mit 15 geschlachtet. Und naja, mir ist kotzübel geworden. Ne?
Nur damals als 15-Jähriger, als Heranwachsender, hat man das dann irgendwie runtergeschluckt und hat gesagt, nee, das nicht merken lassen, darf keiner wissen. Auf jeden Fall, ich habe manche Schweine beobachtet beim Töten oder Kühe oder Kälber. Und die sagen dann immer, warum, was machst du da, ne? Ja, und dann hat man Feierabend, man geht mal in die Kneipe und besäuft sich. Man trinkt das einfach runter, man darf daran dann nicht denken. Und so ist das in meinem Kopf mit dem Puzzle. Es fehlt ein Teil des Puzzles, den ich nicht mehr zusammenkriege. Ich kann den nirgendwo kaufen. Und das ist ein Teil von meinem Leben, was mir genommen worden ist, was ich mir selbst genommen habe. Und das Mosaikstein habe ich rausgenommen und habe das irgendwo hingeworfen. Und ich kann es nicht mehr finden. Ich kann auch gar nicht sagen, welches Gespräch das dramatischste war. Ich bemerke nur, dass mir die Gespräche sehr zu Herzen gehen, wenn Menschen am Ende ihres Lebens quasi das Resümee ziehen, dass sie falsch gelebt haben. Das ist sehr schlimm. Was sagt man so jemandem? Der Mann war jetzt 54, ne? Ja. Ja. Ich habe das mit einem Ohr mitgehört und fand das eigentlich auch bewegend, als du ihn gefragt hast, was er dabei empfunden hat, was er da gesagt hat. Mhm. Man da wirklich mal so hören konnte, ja, dass er es selber nicht weiß und dass er sich gefühlt hat, wie als ob er gar nicht in seinem eigenen Körper steckt. Also was hat er gesagt? Ne? Mhm. Eigentlich schon krass. Mhm. Letztendlich war es ein komplett zerstörter Mensch. Er hat ja Andeutungen gemacht, dass er Drogengeschichten hat, lange im Krankenhaus, im Gefängnis gesessen hat. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob man überhaupt ein normales Leben, ne, man kann eigentlich kein normales Leben führen, wenn man so etwas hinter sich hat. Ich glaube, das kommt auf dich an. Es gibt bestimmt Menschen mit einem gewissen Grad an Skrupellosigkeit. Ja, gut, das gibt's. Ja, das ist wahrscheinlich egal, ist aber so einer schien ja nicht zu sein. Mhm. Mhm. Da war schade, dass die Sendung vorbei ist, weil man da noch ein bisschen... Ich melde mal deutlich noch 5 Minuten länger reden. Ja, auf jeden Fall. Gut, aber Sabine kann das ja machen. Ja. Und, weil er zum Schluss auch sowas sagte, dass er da nicht spricht drüber, ne? Und auch so selten darüber sprechen kann. Und, ja. Dann hatten wir Christian 24, der einen Menschen erschlagen hat mit einem Baseballschläger. Der war auf dem Festival und es gab Streit und... Er hat erzählt, dass der andere ihm Nackenschellen gegeben hat. Er hat ihn dann später wieder getroffen und hat ihn mit einem Baseballschläger aufgelauert und hat dann betrunken mehrmals zugeschlagen auf den Kopf. Den Krankenwagen hat er dann noch selbst gerufen. Das Opfer ist aber verstorben und er hat dafür auch... Hattest du denn schon psychologische Betreuung nach der Tat? Gar nicht. Er hat sich gar nicht um dich gekümmert. Irgendwann entlässt man die Menschen wieder in die Nacht. Und dann ist jeder mit sich und seiner Trauer alleine. Das ist beklemmend und das wird auch nicht lösbar sein. Ich bin ja kein Klerikal, ich bin ja nicht Pfarrer Fliege oder so, der jetzt irgendwas der erzählt. Es ist furchtbar, Punkt aus. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Auf der einen Seite leidet man oder geht man natürlich sehr mit, wenn man das hört. 9,41 bitte. Auf der anderen Seite sind das Erfahrungswerte, die man quasi dann selber mitbekommt, die unbezahlbar sind.
Man kann ja auch nie alles erlebt haben, das geht nicht. Und es ist einfach eine Erweiterung meines emotionalen Horizonts. Und natürlich gibt es andere Sendungen oder Formate oder einen Shakespeare durchzulesen, natürlich. Aber wenn man das dann so aus dem Leben erfährt, wie es bei Jürgen Domian der Fall ist, dann hat das natürlich eine ganz andere Tiefe, als wenn man es nur in Anführungsstrichen liest. Wenn es dann, sage ich mal, ein bisschen gelegen hat emotional, dann kann ich das für meinen hauptsächlichen Beruf, ich mache das hier ja nur nebenberuflich, sehr gut gebrauchen. Also wenn man auf der Bühne steht, dann kommt es sehr häufig vor, dass ich Geschichten oder Schicksale, die mir bei Domian quasi mitgeteilt wurden und die ich da miterlebt habe, dass ich die noch mal hochgeholt habe. Dass ich also die Figuren, die ich auf der Bühne verkörpert habe, mit Hilfe dieser Geschichten und Schicksale von Domian versucht habe, authentisch auf der Bühne rüberzubringen. Also ich denke mir, das ist so ein Lebenselixier vielleicht nicht, aber ich sag mal, da nimmt man sehr viel Erfahrung mit, die das Leben so mit sich führt. Das heißt, für mich höre ich dann, trifft das vielleicht für mich zu, dieser Fall, oder auf Leute, die ich kenne, versuche das dann auf die so zu projizieren und gucke auch, welche Lösung der Domian anbietet, um zu sagen, ja, würde ich vielleicht auch so tun, wäre ganz gut. Ne? Also das ist meistens so, dass ich die Sendung höre, wenn ich in Dortmund losfahre, fängt die so kurz danach an und dann bin ich so hinter Paderborn, wo die dann endet. Und dann ist es schon oft so, wenn halt sehr traurige Fälle waren, dass ich das dann schon bis nach Kassel mitnehme. Und dann kann es auch mal, wenn es was ganz Schlimmes war, das nehme ich auch mit nach Hause, dann versuche ich drüber nachzudenken. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen. Suche mir versteckte Stege durch verschneite Felsenhöhen, durch Felsen. Bitteschön. Das Leben verläuft bei mir komplett verdreht gegenüber einem normalen Leben. Ich gehe in der Regel so um 5, 5:30 ins Bett. Das liegt daran, die Sendung geht bis 2. Dann haben wir ungefähr eine Stunde Nachbesprechung noch mit dem Psychologen, mit den Mitarbeitern. Und dann bin ich so um 2:45 zu Hause. Und ich kann, aber die meisten Menschen nicht, wenn sie von der Arbeit kommen, direkt schlafen. Ich kann es nicht. Und trotz aller Routine bin ich geflutet mit Adrenalin. Also brauche ich meine Zeit, um runterzukommen. Ich treibe Sport, dann beginnt das Schlafen, dann versuche ich zu schlafen. Das ist auch ein Dauerthema bei mir, die Schlafprobleme. Da gibt es Hilfsmittel wie Melatonin zum Beispiel, das nehme ich jede Nacht ein, ohne ging es gar nicht. Naja, und je nachdem, wie der Schlaf funktioniert, schlafe ich dann bis in den Nachmittag. Ich fahre jedes Jahr im Sommer nach Lappland und das ist für mich eine riesige Erholung, weil ich fahre ins Licht, dort geht die Sonne nicht unter, und ich fahre in die Stille. Und das sind die beiden Dinge, nach denen ich mich während des Jahres so sehr sehne. Thank you.
Der Glaube und die Anbindung an die Kirche waren für mich als Jugendlicher oder auch als Kind noch sehr maßgeblich und sehr stützend. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, 12, 13, ohne ein äußeres Ereignis. Es gab keinen Todesfall oder irgendein schlimmes Unglück. Es passierte einfach so, dass ich kapierte, dass ich endlich bin, dass wir endlich sind, dass alles endlich ist. Und das versetzte mich in Angst und Schrecken. Einmal die große Angst, dass meine Eltern sterben könnten, und auch die Angst, dass ich sterben könnte. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Alter, da war ich so ungefähr 13, mir Gedanken gemacht habe, was ist der Tod? Werden Kinder im Jenseits erwachsen? Altern Kinder, altern überhaupt Tote, haben tote Kleidung an, können die Toten uns sehen und so weiter. Es war eine große Angst. Und ich war, glaube ich, das einzige Kind, das damals gerne in den Konfirmandenunterricht gegangen ist. Weil ich konnte mit meinen Freunden über diese Fragen nicht reden. Das war unmöglich, die hielten mich für einen Spinner. Das war auch noch die Zeit, während ich auf der Hauptschule war. Und da gab es die zweite Funktion des Glaubens, nämlich des Trostes. All die Demütigungen, die ich da in dieser Schule erfahren habe und eben auch als solche empfunden habe, wurden abgefedert durch den Glauben an Gott. Und als ich dann auf dem Gymnasium war und es sich abzeichnete, dass ich das Abitur machen werde, war eigentlich auch klar, dass ich Theologe werden wollte, dass ich Theologie studieren wollte. Bis dann die große Katastrophe für mich kam, nämlich der Einbruch des Glaubens. Ich war über Jahre lang so tiefgläubig. Und dann wurde ich in der Schule, auf dem Gymnasium, zum ersten Mal mit Philosophie konfrontiert. Und las Nietzsche und las Feuerbach. Und diese beiden Philosophen sind nun die Zerpflücker des Christentums schlechthin. Das wusste ich auch, das hatte ich erfahren von unserem Philosophielehrer und dachte so für mich, naja, ich bin so stark im Glauben, die stecke ich locker weg. Das liest du jetzt mal und danach bist du noch gefestigter. Aber es passierte genau das Gegenteil. Ich las und las und las und immer mehr Risse bekamen das Fundament des Glaubens. Sodass binnen 5, 6 Monaten das gesamte Glaubensfundament zusammenbrach. Und der Wegbruch des Glaubens hat eine sehr, sehr, sehr große Krise bei mir verursacht, weil das ganze Lebensfundament war weg. Plötzlich war auch wieder die große Angst vor dem Tod da, denn der Tod war mir ja vorher erklärt worden im Glauben. Und ich schwebte quasi durch das Nichts. Nietzsche sagt, dass man mit dem Holzhammer philosophieren soll. Und ich habe dann im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Holzhammer all die Werte, die mir vorher als Christ wichtig gewesen waren, zertrümmert. Und die Folge davon war ein fulminanter Absturz in einen Abgrund und ich landete in der Bulimie. Und das dauerte 2 Jahre. Diese Zeit war extrem einsam. Ich weiß noch, ich wohnte in einer kleinen, engen Dachgeschosswohnung und hatte das Gefühl, dass ich völlig isoliert bin von der Welt. Das war eine ganz tiefe existenzielle Erfahrung. Eine ganz, ganz schwarze Erfahrung. Wenn da oben einer ist, dann ist das ein Sadist. Das ist keiner, der was Gutes will. Man kann es verallgemeinern. Warum gibt es Kriege?
dass wir alle mal irgendwann an Altersschwäche oder so sterben sollten, ist vollkommen in Ordnung, weil sonst könnte die Welt auch nicht weiterleben. Aber warum müssen sich Menschen mit Krebs quälen? Warum werden Babys krank auf der Welt geschickt? Warum müssen sich kleine Würmchen quälen? Warum müssen Kinder sterben, die noch nie Menschen was getan haben? Hier ist Thorsten. Thorsten ist 45. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Thorsten. Um was geht's Domian, bei dir? Es geht um das Thema von gestern Abend, Feuer. Ja. Ich habe Pfingsten 2009 bei einem Wohnhausbrand, verursacht durch eine Himmelslaterne, meinen Sohn verloren. Mhm. Wie viele Menschen haben den Tod gefunden? Dominik. Dein Sohn. Mhm. Ja, du warst währenddessen und unterwegs. Ich war kurz weg. Und deine Frau? Oder deine Partnerin? Ich bin getrennt lebend. Achso, du warst alleinerziehend. Ja. Du hast den Jungen war bei mir zu Besuch. Mal kurz allein gelassen, weil du was erledigen wolltest und kommst zurück. Versorgung holen, weil ich den nächsten Tag mit ihm zu einem Sanitätsdienst wollte, ja. Und dann kommst du zurück. Was siehst du, als du zurückkommst? Als ich in Richtung nach Hause abbiegen wollte, wurde ich von der Polizei umgeleitet. Und dann habe ich einmal eine Runde durch die Innenstadt komplett gedreht und wollte dann vom Stadtbad rein. Auch da stand wieder dann die Polizei und sagte, ich könnte da nicht her. Dann habe ich gedacht, dann fährst du auf einen großen Supermarktparkplatz, gehst über Brügelchen und dann bist du zu Hause, guckst nach dem Jungen und dann gehst du mal rüber und fragst, ob du die vielleicht noch unterstützen kannst. Als ich dann auf dem Parkplatz von dem Supermarkt einbog, schlugen über dem Dach vom Supermarkt die Flammen schon bei uns aus dem Wohnhaus raus. Ich bin dann über die Brücke gerannt, hab nach dem Jungen geschrien und wollte ins Haus rein. Wo mich aber leider keiner mehr reingelassen hat. Man hat eine Art Leere. Man hat Hoffnung. Man hat Angst. Ich habe den Jungen nie alleine gelassen. Wenn irgendwas war oder er zu mir kam, habe ich immer zu ihm gesagt, hier, wenn was ist, dann schellst du bei der Nachbarin, da bist du gut aufgehoben. Und selbst die waren ja auch an dem Tag der Tragödie geschockt, wo ich auf einmal alleine dann kam. Erst da wurde den Leuten bewusst, der Junge ist da drin. Weil es keiner kannte, dass der alleine war. Ich habe den Jungen das erste Mal alleine gelassen. Es fängt immer an mit einem Kampf. Es ist nie so, dass ich ankomme und dann so allmählich leicht in diese lappländische Zeit schwebe. Es ist immer ein Ringen, die ersten Tage, manchmal auch zwei Wochen. Weil ich mich erstmal, das heißt, ich muss erstmal meinen Kopf beruhigen. Ich glaube, das kennt auch jeder, der pilgern geht. Weil die ersten Tage, manchmal auch die ersten Wochen, kämpfe ich, ich nenne es immer so, mit meinen Dämonen, die dann in mir auftauchen.
Da tauchen alle Verletzungen auf, die man mir angetan hat. Und ich sehe auch alle Verletzungen, die ich anderen Menschen angetan habe. Und ich kann nicht weglaufen. Ich bin mit diesen Sachen konfrontiert. Ich muss denen ins Auge schauen. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass nach einer bestimmten Zeit, die jedes Mal anders ist, der großartige Zustand eintritt, wo ich nicht mehr denke und wo die Dämonen sich in Luft aufgelöst haben. Auf einmal kam ich durch. Ne? War erst so ein Mitarbeiter und da sagt der Augenblick, ne? bleib dran und ja, und dann hatte ich Domjan. Also er hat mich einfach aufgelegt und hat gesagt, so Feierabend, ich vergesse das jetzt. Nee, das ist, und das bewundere ich an ihm. Das, genau so möchte ich eigentlich auch sein. Ja? Menschen zu helfen, auch nur wenn es ein Gespräch ist. Und nicht Vorwürfe zu machen. Oder er hat sich, ich habe das erste Mal so das Gefühl gehabt, er hört mir auch zu. Ja? Und er kam nicht irgendwie rüber, du bist ein Mörder oder was denkst du dir dabei oder so, ja. Und das fand ich wiederum super. Mein Grund, um mal bei Domjan anzurufen, war, vielleicht mal auch den Leuten ein bisschen die Augen zu öffnen, mit was für Lappalien, die sich das Leben unnötig schwer machen. Dass es viel wichtigere Dinge gibt, viel schwerwiegendere Schicksale, die Leute erleiden. Um vielleicht auch daraus mal ein bisschen Kraft zu schöpfen und zu sagen, was geht mir noch gut? Hier ist Deborah. Deborah ist 53. Guten Morgen, Deborah. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Deborah. Ja. Ich bin verwitwet seit über 8 Jahren. Mhm. Mein Mann ist tödlich verunglückt im Ausland. Mhm. Wir waren im Urlaub, wir waren gerade erst angekommen. Es war der zweite Abend, der zweite Tag. Das Wetter war bis dahin gar nicht besonders. Wir waren noch gar nicht am Wasser. Und wir sind auf unser Zimmer zurückgegangen. Und er sagte, Engelchen, ich gehe nur noch eine rauchen. Gehst du mit? Und dann habe ich gesagt, ich bin viel zu müde, ich möchte ins Bett gehen. Und dann bin ich ins Bett gegangen und bin sofort eingeschlafen, weil ich einfach immer noch so kaputt war. Und er ging raus auf den Balkon. Und kurze Zeit später bin ich aus dem Schlaf hochgeschreckt durch ein Geräusch und bin auf den Balkon gegangen und habe gesehen, dass der Balkon leer war. Und mein Mann war vom Balkon gefallen, aus der dritten Etage. Und es sind Stunden vergangen, die ich im Ungewissen verbracht habe. Und dann ist einer der Freunde auf mich zugekommen und hat gesagt, man wartet auf den Arzt, der den Tod bescheinigt. Und dann habe ich immer noch gesagt, na, der ist nicht tot, der ist nicht tot. Und ein anderer Freund kam dann zu mir und hat gesagt, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und ich wusste nicht, warum. Und dann habe ich gefragt, ob mein Mann tot ist. Und dann hat er gesagt, ja, er ist tot. Er lag auf einer Trage auf dem Boden. Der Raum war gekachelt bis oben an die Decke. So unmenschlich. Er war zugedeckt. Es kam an einigen Stellen an diesem weißen Tuch das Blut durch. Ich habe ganz große Angst gehabt, weil ich das Leben, das noch nie erlebt habe, sowas. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Dann habe ich jemanden gebeten, er möge das Tuch zur Seite nehmen. Und dann habe ich meinen Mann gesehen und konnte begreifen, dass er tot ist. Ich hatte nach dem Tod meines Mannes schnell die Idee, ich möchte andere Trauernde begleiten. Ich
denke darüber nach, Fotos von Verstorbenen zu machen, damit die Angehörigen auch danach noch etwas haben, woran sie sich vielleicht festhalten können. Man kann ja auch einen Toten ästhetisch schön fotografieren. Und wenn es Stellen gibt, die verletzt sind, die kann man durch besondere Dinge in den Hintergrund stellen und dafür einen Lieblingsteil des Verstorbenen in den Vordergrund nehmen. Dass also der Verstorbene nur im Hintergrund erscheint. Mir geht es um ein Andenken für den Angehörigen und um etwas ästhetisch Schönes. Ich möchte einfach den Schrecken vor dem Tod nehmen. Der Tod ist das größte Mysterium unserer Existenz. Wir wissen ja nichts. Die Palette reicht von man geht auf im Nichts und wer möchte schon nichts sein, bis hin, im schlimmsten Fall, man landet in der Hölle. Und wer möchte schon auf ewig in der Hölle landen? Und dazwischen gibt es ein Spektrum von 100.000 Fragen, was es eventuell sein könnte. Letztendlich ist es eine grauenhafte Vorstellung, zu wissen, man ist nur eine ganz kurze Zeit, eine ganz kurze Spanne auf dieser schönen Welt und dann ist man weg. Ich bin auch überhaupt nicht sentimental, wenn es um Bestattungen geht. Das ist mir, was meine Person anbelangt, komplett egal. Ich sage es mal überspitzt. Wenn ich biologisch tot bin, könnte man mich auch auf den Müll werfen. Das ist mir völlig egal. Sobald dieser Körper seinen Dienst vollendet hat, das heißt, wenn er wirklich tot ist, habe ich ihn verlassen. Wohin oder was auch immer, aber ich bin weg. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist für mich immer nach der langen Sommerpause so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das schöne Studio hier, die netten Kollegen. Ich freue mich richtig, dass wir wieder da sind und dass wir jetzt gemeinsam wieder so richtig schön die Nächte um die Ohren schlagen können. Wir machen diese Woche die ganze Woche mit freien Themen. Ihr könnt also gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt, streiten wollt, plaudern wollt. Was auch immer, Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei wie immer für euch oder mailt uns bitte domian@ddr.de.